Hallo und herzlich willkommen zu Let's Start und im neuesten Teil der Tutorial-Reihe für Planet Zoo. Heute werden wir uns anschauen, wie man für die Besucher einsehbare Gewässer bauen kann. Das heißt zum Beispiel ein Gewässer vom zum Beispiel Tiger, in das die Besucher wirklich aktiv hineinsehen können. Das heißt, sie können dann von unten den Tiger sehen, wie er schwimmt, oder meinetwegen von der Seite, je nachdem, wie tief das Ganze ist. Das ist natürlich für eventuell weitere DLCs, die vielleicht kommen werden. So ein Pinguin zum Beispiel wäre recht interessant von der Seite anzusehen. Aber wir haben ja bereits schon Tiere, die man unter Wasser beobachten kann. Zum Beispiel das Zwergflusspferd oder was das Zwergnilpferd, eins von beiden. Genau, das kann man auf jeden Fall von der Seite unten beobachten, wie es dann am Wasserboden entlang läuft. Da ist es natürlich schön, wenn die Besucher da auch direkt hineinblicken können. So, und ich würde sagen, wir reden nicht groß weiter, sondern wir starten direkt. Zuerst möchte ich euch zwei verschiedene Möglichkeiten zeigen. Dafür baue ich jetzt hier einmal direkt einfach einen kleinen Graben. Ungefähr so. Und auf der anderen Seite baue ich jetzt eine Erhöhung. Ich mache das Ganze jetzt hier ein bisschen breiter, ein bisschen größer, damit ihr da ein bisschen was zum Gucken habt, dass das Ganze ein bisschen besser ersichtlich ist. Genauso hier drüben. Sowohl die Erhöhung als auch diese Mulde mache ich ungefähr in der Höhe bzw. Tiefe, wie später das Gewässer haben soll. Mit dem Unterschied, dass in dieses Sichtfenster, nenne ich das Ganze mal, müssen die Besucher wirklich aktiv nach unten laufen. Und hier ist das Ganze auf der Höhe des bereits vorhandenen Weges. Damit das hier später auch ein richtiges Gewässer werden kann, mache ich das Ganze jetzt von der Größe her ein bisschen kleiner. Und genau, das war jetzt nur die falsche Auswahl. Ich muss natürlich hier auf Fundamenthöhe, müsst ihr hier klicken. Und dann formt ihr hier drinnen bereits so diesen kleinen Teich bzw. den See. Das ist ja schon recht groß, was ich hier baue. Und danach macht ihr das hier so weit zu, wie ihr das Ganze haben möchtet, je nachdem, wie groß dieses Sichtfenster sein soll. Also hier wird dann dieses Sichtfenster hinkommen. Genau, ich schließe das Ganze jetzt ungefähr mal so. Dann machen wir das Ganze hier ein bisschen tiefer, damit das ein bisschen natürlicher wirkt. Das schaut jetzt natürlich jetzt aktuell noch nicht so natürlich aus, aber das kann man dann schön anpassen. Hier können wir so einen kleinen Aufweg dann machen für die Tiere. Genau. Ich mache das hier jetzt schon mal ein bisschen flacher, weil wir jetzt direkt einen Zaun platzieren müssen. Dafür gehen wir jetzt unter Barrieren, klicken den jeweiligen Zaun an. Natürlich Glas, weil die Besucher wollen da ja hineinschauen in das Ganze. Entweder gewölbt oder nicht gewölbt. Ich mache das Ganze jetzt testweise mal nicht gewölbt. Und dann machen wir hier so eine kleine Glasbarriere. Das schaut jetzt so dreieckig natürlich nicht so schön aus. Deswegen klicken wir hier in der Mitte einfach an und erhöhen das Ganze. Wenn ihr mehrere Abschnitte habt, könnt ihr das Ganze natürlich hier auch komplett markieren und dann das ganze Ding hoch und runter ziehen, je nachdem, wie ihr das gerade benötigt, könnt ihr das dementsprechend zu formen. Bevor wir jetzt hier weitermachen, machen wir so etwas Ähnliches auch hier, denn auf der Seite müssen wir auch noch das Sichtfenster ein bisschen einschränken oder auch so lassen, je nachdem, wie groß es sein soll. Ich mache das jetzt auch ungefähr so und glätte das Ganze auf den beiden Seiten hier auch nochmal ab. Genauso wie beim anderen Gewässer bauen wir hier auch eine Glasbarriere. Genau, das ist nicht so gerade, ein bisschen gerade darf es schon sein. So. Schauen wir mal, dass wir hier bis zur Mitte ungefähr gehen. So, dann haben wir hier wieder so zwei Abschnitte. Das können wir natürlich wieder anpassen, dass das Ganze einigermaßen schön aussieht. Setzen die Ränder eventuell auch ein bisschen runter. Das ist später zum Verstecken ganz hilfreich. Und jetzt haben wir schon mal die Basis für unser Gewässer. Bevor wir hier jetzt überhaupt weitermachen, testen wir erst einmal, ob da überhaupt das Wasser auch reinpasst oder ob wir irgendwo eine Blockade haben. In dem Fall schaut das Ganze schon mal sehr gut aus und es sieht sogar schon so aus, wie wir es später haben möchten. Genauso hier drüben sollte das hoffentlich auch funktionieren. Perfekt, da sehen wir auch schon hier diesen Besuchereinblick. Und als nächstes schauen wir uns an, wie wir das Ganze hier mit den Wegen verbinden. Damit das Ganze reibungslos funktioniert, empfehle ich an der Stelle, das Wasser wieder aus den Gewässern zu entfernen. Denn es gibt häufig Probleme mit der Wegverbindung, wenn Wasser in der Nähe ist. Deswegen vorher das Wasser entfernen, dann ist das Ganze deutlich einfacher.
So, jetzt müssen wir natürlich den Weg hier irgendwie passierbar machen. Das ist jetzt aktuell noch nicht so wirklich der Fall. Dafür mache ich das Ganze jetzt hier ein bisschen größer. Und glätte hier diesen Bereich erstmal so ein bisschen grob vor. Und dann geht es so ein bisschen ans Anpassen, dass die Besucher hier dann relativ gut runterlaufen können. Immer ein bisschen glätten, bisschen erhöhen, eventuell auch nochmal nachträglich erhöhen. Falls ihr ein bisschen zu hoch gesetzt habt, auch kein Problem, dann einfach mit dem Drücken-Button das Ganze wieder ein bisschen absenken, nachdem ihr das Ganze gerade benötigt. Natürlich hier auch ein bisschen mit der Stärke spielen, je nachdem, wie stark das Ganze sein soll. Ich persönlich arbeite tatsächlich immer mit einer recht starken Stärke und mache das Ganze nicht mit dem gedrückt halten, sondern einfach mit so kleinen Klicks. Damit tue ich mich deutlich leichter als mit niedriger Stufe und mit langem Drücken. Also das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache, weil das kann man so natürlich genauso machen. Funktioniert genauso. Ich persönlich tue mich da einfach ein bisschen leichter. So, jetzt glätten wir diesen Bereich hier auch noch. Und schon können unsere Besucher da hoffentlich runter. Ich merke nur gerade, dass ich das hier nicht ganz perfekt abgeglättet habe. Das ist aber auch kein Problem. Ein bisschen nachträglich bearbeiten. Und dann können wir auch schon testen, ob der Weg hier runter kommt. Seid übrigens nicht enttäuscht, wenn das nicht beim ersten Mal klappt. Dann einfach ein bisschen nachträglich nachbearbeiten. Und dann wird das Ganze dann später auch funktionieren. Genau. Kann das hier entweder so ungefähr einen kleinen Platz machen, hat man hier diese kleinen Lücken. Die kann man aber über Deko, über Steine etc. Ich mache das immer ganz gern. Da könnte ich hier einfach so einen kleinen Stein oder sowas nehmen. Da kann man so kleine Lücken ganz gut verstecken. Speziell finde ich es eigentlich immer ganz schön, wenn der Weg nicht einfach platt irgendwo durchläuft, sondern wenn man so ein bisschen Deko-Gegenstände mit drin ist. Aber das ist auch wieder ein bisschen Geschmackssache. So, genauso wie wir jetzt da diesen Weg gemacht haben, können wir das Ganze natürlich an der Stelle hier verbinden. Kann man das zum Beispiel bauen? Das ist jetzt nur ganz grob ein bisschen, einfach, dass er verbunden ist. Man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen schöner planen, dass sich hier ein bisschen mehr Platz lässt. Kann man hier wirklich so einen kleinen Platz auch dafür machen. Je nachdem, wie man das gerne hätte. Wir können natürlich auch den eigentlichen Weg auch am Zaun entlang führen lassen. Das geht natürlich auch. In dem Fall habe ich jetzt hier so eine kleine Ausbüchtung gemacht, die ich jetzt hier quasi auch nochmal schön ausdekorieren würde. Das mache ich jetzt aber auf die Schnelle nicht, sondern wir füllen das Ganze jetzt einmal wieder mit Wasser. Und damit wäre dieser begehbare Bereich, diese Wassereinsicht eigentlich schon fertig. Mehr ist das Ganze nicht. Klar, ihr könnt das Ganze hier noch ein bisschen abflachen. Und was natürlich wichtig ist, dekoriert das Ganze, dass es ein bisschen schön aussieht. Was ich immer empfehle, hier speziell diese Randpunkte zu dekorieren. Also ich persönlich finde es immer nicht so schön, wenn die einfach so offen dastehen. Könnte ich einfach ein paar große Steine nehmen. Dreht ihr euch ein bisschen zurecht. Ihr könnt auch immer denselben Stein nehmen. Das fällt nicht auf, wenn ihr ihn oft genug dreht. Natürlich auch ein paar andere Steine mal dazwischen. Aber ich mache wirklich häufig einfach dieselben Steine hin, weil das einfach wirklich nicht auffällt. Also man sieht das eigentlich überhaupt nicht, wenn ihr da immer dieselben Steine nehmt. Nur wichtig, ab und zu mal drehen. Denn die Steine schauen natürlich von allen Seiten ein bisschen anders aus. Ist ja auch logisch, die sind ja nicht geometrisch, die Teile. Und dann könnt ihr das Ganze hier so ein bisschen ausdekorieren. Dann würde das ungefähr so aussehen, jetzt mal ganz grob. Ein bisschen mit Pflanzenhaus dekorieren. Und dann schaut das Ganze auch noch ganz gut aus. So, zum Abschluss zeige ich euch jetzt noch kurz, wie man ein kleines Aquarium mit dieser Technik bauen kann, beziehungsweise mit einer ähnlichen Technik. Eigentlich machen wir uns eine Eigenschaft der Zäune zunutze. Und zwar haben wir hier verschiedene Zäune. Wir haben einmal wasserdichte Zäune und wir haben nicht wasserdichte Zäune. Wir können eigentlich mit allen Zäunen, die wasserdicht sind, zum Beispiel auch mit sowas hier, das funktioniert auch. Jetzt hier einmal so ein kleines Viereck hin und schließe das Ganze. Können wir ein Wasserbecken simulieren? Sowas hier ist zum Beispiel als Dekorationsobjekt super schön. Ihr füllt das Ganze ein bisschen mit Wasser, baut hier ein bisschen, was heißt bauen, füllt das Ganze mit ein bisschen Erde, macht da diverse Objekte rein oder macht dann schönen Boden rein und können dann hier so große Brunnen damit bauen zum Beispiel. Schaut super schön aus. Wir haben hier auch so Brunnenfontänen bei den Einrichtungen. Beziehungsweise, ich glaube, die sind beim Bauen, wenn es mich nicht täuscht. Genau. Spezialeffekte, da gibt es hier so Wassereffekte auch. Müssen wir mal schauen, wo die sind. Nebel, fallender Staub, Schaum. Genau, da habe ich jetzt so eine kleine Wasserfontäne. Da müssen wir natürlich starten. Okay, die ist ein bisschen arg klein für so einen riesen Brunnen. Dann nehmen wir gleich mal so ein
Eine große Wasserfontäne. Mal schauen, welche da am besten passt. Das ist ja so ein Spritznebel. Schnee haben wir natürlich auch. Genau. So ist gerade. Es gibt eigentlich auch nicht. Genau, da ist die Wasserfontäne groß. Sowas hier zum Beispiel. Wenn da so mehrere reinbauen. Da hat man hier so einen kleinen Brunnen beispielsweise. Das ist jetzt zwar unsymmetrisch, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und genau mit diesem Prinzip können wir uns auch ein kleines Aquarium bauen. Und zwar nehmen wir auch quasi wieder so eine Glasbarriere. Nehmen halt die jeweilige Größe, wie wir das Ganze gerne hätten. Wir können das Ganze auch rund machen. In dem Fall mache ich das jetzt gerade. Und bauen uns hier ein Aquarium. In dem Fall mache ich jetzt ein viereckiges. Aber ihr könnt natürlich auch alle Formen machen, je nachdem, wie ihr das Ganze hier halt baut. Dann füllt ihr das Ganze hier auch nochmal mit Wasser. Gelände, Wasser. Ihr seht jetzt, dass zwischen dem Wasser und dieser oberen Zaunwand ist noch ziemlich viel dazwischen. Und vielleicht gefällt es euch auch nicht, weil das vielleicht ein bisschen zu niedrig ist für ein Aquarium. Das ist auch kein Problem. Macht das Ganze einfach wieder weg. Geht wieder in die Barrieren hinein. Wählt euch das komplette Becken an. Zieht das Ganze hier ein bisschen hoch, je nachdem, wie hoch ich das haben möchte, zum Beispiel so. Und füllt das Ganze erstmal wieder mit Wasser. Da seht ihr, ihr habt schon wieder so eine kleine Barriere dazwischen, sage ich mal, so einen großen Abstand. Das lässt sich aber auch gut ändern. Ihr geht wieder in Barriere, markiert das Ganze. Diesmal mit dem Unterschied, dass das Wasser noch drin ist. Denn jetzt könnt ihr das Ganze platzieren. Das hier ist quasi Minimum. Das geht natürlich nicht. Aber ihr könnt sogar kurz nach dem Wasserstand das Ganze bereits beenden. Das geht auch. Das geht aber nur, wenn das Wasser schon drin ist. Und dann schaut das Ganze zum Beispiel so aus. So, überhaupt kein Problem. Ihr könnt das Ganze dann auch durch die Einrichtungen zum Beispiel verstecken. Beziehungsweise ist das jetzt auch im Bau, wenn ihr es selbst baut. Könnt ihr auch Wände verstecken. Also da bleiben euch wirklich viele Möglichkeiten. Und nochmal kurz zum Thema Pflanzen. Das schaut das Ganze noch ein bisschen leer aus. Ich male das Ganze jetzt ein bisschen erstmal wieder an, dass ich hier mal so ein bisschen Aquarium gerade im Boden, sage ich mal, aber Gras im Aquarium ist ja doch ein bisschen seltsam, vielleicht ein paar Algen, aber ansonsten, weil es gibt ja auch fürs Aquarium so Graspflanzen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Genau, wir gehen jetzt hier einfach in Natur. Dann könnt ihr natürlich auch sowas hier im Becken platzieren. Ihr könnt aber auch tatsächlich komplette Bäume nehmen, die dürfen natürlich nicht zu groß sein, und setzt das Ganze so weit unter die Erde, dass das Ganze in euer Becken hineinpasst. Der ist tatsächlich immer noch ein bisschen zu groß. Der Baum ist aber auch sehr riesig. Dann schaut das Ganze zum Beispiel so aus. Und dann habt ihr das Ganze hier im Wasser drinnen. Schaut eigentlich auch ganz cool aus. Typisch ist schon, dass das hier nicht raussteht, wie es jetzt in meinem Fall hier noch tut. Dann habt ihr hier so ein kleines, bisschen gefaktes Aquarium, aber was soll's. Damit kann man wirklich schöne Sachen machen. Fische haben wir leider nicht. Aber so reine Pflanzenbecken sind damit auf jeden Fall realisierbar. Genau. Das war's fürs Erste, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viele Grüße. Let's start!